gute Freunde von mir aus meiner Wahlheimat, Heimatstadt Münster, die haben in der Nähe eine Pizzeria. Nicht weit von da, wir essen da immer sehr gerne. Und die haben mir erzählt, wie sie diese Pizzeria übernommen haben. Die haben die Pizzeria von jemandem übernommen und die haben umgebaut, angefangen und die haben allen Alkohol rausgenommen. Da waren noch alte Waren drin. Alles, was Alkohol war, haben sie weggeschmissen. Und einmal kam der Vorbesitzer vorbei. Und der meinte, was macht ihr da? Und die haben gesagt, wir räumen den ganzen Alkohol weg, wir schmeißen alles weg. Jetzt muss man dazu erwähnen, die Pizzeria war gegenüber von einer Diskothek. Pizzeria hier und da gegenüber ist eine Diskothek. Und der Vorbesitzer sagt ihm, seid ihr irre? Die Leute kommen aus der Disco, was meint ihr, was die hier wollen? Ihr wisst doch, was für Typen da rumlaufen, wenn die hier kommen zum Pizza essen, dann... Das kann doch nicht gut gehen. Die Leute haben sich davon nicht beirren lassen. Kein Stück. Die haben den Laden aufgemacht und 6 Monate später war der Umsatz verdoppelt. Und heute ist das eine Pizzeria, von der 7 Familien leben. 7. Von einer einzigen Pizzeria. Und die ganzen anderen Pizzerien im Dorf von den Nichtmuslimen sind totneidisch auf die. Die hassen die wie die Pest, weil alle dahin gehen. Alle. Ich rede nicht von Muslimen, unseren Geschwistern. Alle gehen einfach dahin. Es ist immer voll Schlangen und man kann es auch nicht erklären. Wir gehen selber mit der Familie, meine ganze Familie geht gerne. Wir fahren 40 Kilometer, um da Pizza zu essen, für eine Pizza. Und ich kann es euch nicht erklären, aber sie schmeckt anders als jede andere Pizza. Fragt mich aber nicht, was das ist. Aber soll ich euch sagen, was das ist? Es ist der Alkohol, den die rausgeschmissen haben. Die ganze Welt steht Schlange da. Das sind nicht diese Abhängigkeiten. Wallahi, man macht sich verrückt mit diesen Sachen. Mach das, was Allah gefällt und überlass ihm den Rest. Allah versorgt sogar die Menschen, die den größten Unsinn machen. Wir leben heute in einer Zeit, wo man sich Tag und Nacht über Allah lustig macht. Das ist Volkssport geworden. Und werden diese Menschen nicht versorgt? Wir machen uns Sorgen darum.